Moin Moin, ich hoffe es geht euch gut. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Tag. Ich bin heute zu Hause, ich habe frei. Ich habe die letzten Tage viel gearbeitet, hatte viel Spätschicht, deswegen ist auch mein Schlafrhythmus so zerstört, dass ich ja die Augenringe nicht mehr wegkriege. Also es tut mir leid, wenn ich etwas sehr müde aussehen sollte. Und ich habe gerade Haare gewaschen, das bedeutet, meine Haare sind sehr aufgepusht und ja, ich bin momentan auch sehr unzufrieden mit meinen Haaren wieder. Die sind einfach total stroh und der Pony will nicht so, wie ich will. Da muss ich demnächst auf jeden Fall was dran ändern. Ja, ich treffe mich heute mit der lieben Nis. Sie ist in Hamburg. Sie besucht ihre Family, die wohl in der Nähe von Hamburg wohnt. Und ich habe uns zwei Plätzchen reserviert im neuen Katzencafé. Denn wir haben in Hamburg ein Katzencafé jetzt, Katzentempel. Und da gehen wir heute Kaffee trinken und besuchen die Miezis. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Und wie das, wenn das alles klappt, nehme ich euch heute mit. Und vielleicht vloggen wir nachher nochmal ein bisschen was zusammen. Auf jeden Fall werde ich euch ein paar Eindrücke aufnehmen vom Katzentempel. Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Jetzt bearbeite ich noch schnell mein Video. Ich bin dabei, mein Comic-Con-Video zu drehen, ja, zu bearbeiten. Ich habe es gestern eigentlich schon bearbeitet und dann hat das Programm jetzt leider wieder alles falsch rausgerendert. Jetzt muss ich das alles nochmal überarbeiten und dann kann ich erst das nächste Projekt angehen, weil meine Festplatte zu voll ist. Ja, der Rechner wird einfach für diese Art von Videos zu alt. Besonders, weil auch diese Kamera zu große Dateien hat. Naja, was soll's. Ja, aber es wird schon irgendwie werden und ich nehme euch heute mit ein bisschen und ich hoffe, der Tag wird nicht ganz so langweilig wie der letzte Putzvlog. Aber ihr wolltet ja so ein bisschen Alltag von mir haben, also müsst ihr auch dadurch. Ja, und jetzt werde ich erstmal weiter das Video schnell fertig machen. So, ich bin unterwegs, treffe mich jetzt mit der lieben Nis im Katzentempel und es sieht so sommerlich aus, ist es aber nicht. Es fühlt sich total kalt an. Ich habe meine Jacke angepackt. Wenn man nicht wüsste, dass kalendarisch August ist, würde sich anfühlen wie Mai. Auch echt schön hier aufgebaut. Gönne. Der Hamburger Elbstrand. Liebe Nis und ich waren heute im Katzentempel Kaffee trinken und jetzt sind wir hier am Elbstrand und ich zeige ihr so ein bisschen Hamburg. Und sie weiß noch nicht, ob sie mit ins Bild möchte. Ja, ja, so ich sieht bin das so hier aus. groß. Das macht doch nichts. Warte, ich mach mich klein. Das ist schön. Jetzt ist aber Gegenlicht, sieht uns Hallo. Eh keiner. So rum. Die ist heute in Hamburg zu Besuch. Und ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen noch die Sonne hier genießen und Hamburg anschauen.
ihr Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich habe die liebe Nitz zur Bahn gebracht. Die fährt jetzt wieder zu ihren Eltern. Wie ihr gesehen habt, waren wir schön am Elbstrand. Das sollte ich echt öfter machen. Hamburg ist ja so vielseitig. Wir haben so viele schöne Parks. Wir haben den Elbstrand, wir haben die Elbe, das Wasser, die Fähre. Und es war sehr, sehr schön. Ich mache das immer sehr gern mit Leuten, die Hamburg gar nicht so kennen. Dadurch lernt man Hamburg und das Wasser ein bisschen kennen. Und das war sehr, sehr schön. Wir haben sehr schön gequatscht und uns unterhalten. Und ich finde es echt schade, dass sie so weit weg wohnt, weil wir verstehen uns so gut. Und sie macht ja auch YouTube-Videos, also checkt auf jeden Fall immer ihren Kanal aus. Ihr macht tolle Fimo-Videos, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und hat einen tollen Instagram-Kanal. Und sie verdient auf jeden Fall mehr Follower. Und ja, wie gesagt, sie macht so tolle Sachen. Und wir könnten so viel gemeinsam machen, aber leider wohnt sie so weit weg. Sie wohnt in der Nähe von Stuttgart, da war ich ja mit lieben Tanni. Komm her mit mir, komm. Komm her. Hallo? Kommen Sie her? Ich hab kein Naschi mehr. Warum kommst du nicht zu mir? Ist wie die Katzen im Café, die wollten auch nicht. Die wollten zu allen hingehen, nur nicht zu uns in die Ecke. Hm. Hallo, Bibi. Jetzt darf ich wieder meine eigene streicheln. Die anderen wollten ja heute nicht so wirklich. Aber ich finde, ich war ja erst skeptisch mit diesem Katzencafé und so und dieses Konzept in Deutschland, weil klar, in Ausland wie Japan und so macht es Sinn, weil die haben keine Haustiere einfach, die können sich mit Tieren sonst nicht und bei uns ist einfach, das ist ja klar, wir kennen Haustiere, jeder hat Haustiere und ganz wenige Menschen haben keine. Und deswegen war ich echt ein bisschen, ja, skeptisch mit dem Konzept, aber es ist eigentlich ganz schön. Es ist sehr hell, es ist sehr schön dort aufgebaut. 6 Miezis leben da, die sind alle sehr, sehr menschenfreundlich, haben keine Angst. Die legen sich mitten auf den Tisch oder auf den Stuhl und die sind auch wirklich im Vordergrund. Ich habe immer ja gesagt, Bitchi soll sich mal bewerben, ne? Bitchi, du kannst doch mal arbeiten gehen. Oder? Mausi. Mausi. Das Kabel liegt hier im Weg. Aber die nehmen ja Katzen aus dem Rettungs-EV auf und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und da ist so eine Spendenbox, da kann man auch für die Tiere spenden. Und also für die, die eben noch keine Vermittlung haben. Und da hängt auch so ein Vermittlungsbrett. Das finde ich sehr, sehr schön. Und es ist recht teuer. Aber das Geld geht auch mit alles rein in halt die Miezis. Und die haben halt ganz viel Möglichkeiten, sich überall reinzulegen. Die haben oben an der Decke so, wo sie längs laufen können. Und können überall, haben oben in die Decke so eine Klappe und unten eine Klappe. Und dann können sie wohl nach oben. Also man hört immer oben, wie sie über einen rüberlaufen. Total süß eigentlich. Und ja, das Essen und Trinken dort ist alles Veggie und Vegan. Das wusste ich jetzt auch nicht so wirklich. Aber es war ganz interessant, das mal auszutesten. Ich hatte jetzt ein Latte Macchiato mit Hafermilch. Habe ich so noch nie getrunken. War okay. Ich kann das so trinken. Ich bin ja eigentlich so der klassische Milchtrinker. Jetzt steine ich mich alle nicht dafür, aber ist so. Es war okay, aber ganzer Latte Macchiato war mir dann doch echt zu viel. Ich glaube, ein Cappuccino würde auch tun, weil das war mir nahezu süß und zu viel. Und der Kuchen war sehr mächtig. Ich hatte so eine Schokomousse, eine vegane weiße Schokomousse. Die war super lecker, so wie mit so Oreo-Keksboden, aber das war viel zu mächtig, mir war echt schlecht. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und dann sind wir beide noch mit der Fähre, wir wollten erst eigentlich ein bisschen in die City, aber dann dachte ich, hey, es ist super Wetter, wir sollten mal zum Elbstrand, ich war auch ewig nicht beim Elbstrand und deswegen sind wir da runtergefahren, ja. Und jetzt mache ich mir mein Essen warm, wollte eigentlich mit Bitchi ein bisschen schmusen, aber sie ist gerade weggerannt und dann gehe ich in die Badewanne und entspanne mich. Und das war's dann heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns zusammen, diesen kleinen Vlog, diesen kleinen Ausflug. Ich fand es schön, dass die Nis da war. Also checkt nochmal ihren Channel aus. Ihr könnt hier nochmal meine letzten Vlogs gucken. Wenn euch diese Daily Vlogs gefallen, dann sagt mir mal Bescheid, wie ihr die so findet, ob ich sie noch verbessern könnte oder ob sie euch so gefallen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und dabei seid beim einen meiner nächsten Videos. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis dann. Tschüss!